This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. In dem Video heute geht es ums Warten. Du kennst es bestimmt. Wenn du irgendwo hockst, ständig auf die Uhr schaust und auf den Bus wartest zum Beispiel. Dann dauert es Ewigkeit und die Zeit vergeht, wenn du schaust auf die Uhr und du wartest weiter. Und wenn du irgendwas machst, wenn du gar nicht an die Zeit denkst, wenn du einfach irgendwo rumhockst, schaust den Baum an, plötzlich kommt der Bus und ist eine Stunde rum irgendwie. Und da ist einfach nur in die Luft gestarrt. Und auf das möchte ich eben hinaus. Es bringt nichts, auf irgendwas zu warten. Also das Warten wieder richtig lernen und in der Zeit die Zeit genießen. Sagen, hey, der Bus kommt in einer Stunde, cool, jetzt kann ich machen, was ich möchte in der Zeit. Oder ich kann einfach nur da sitzen und mich ausruhen. Umso gebildeter die Menschen sind, ist es meist so, umso schwieriger fällt ihnen das Warten. Und es ist auch so, du setzt irgendwo einen Samen, pflanzt irgendwo einen Samen in die Erde ein. Und wenn du Karotten morgen früh haben möchtest, dann ist es nicht der Fall. Aber wenn du einfach wartest, bis die Zeit gekommen ist, dann musst du gar nichts machen. Du musst null machen außer warten. Wirklich warten. Einfach nur die Zeit verstreichen lassen. Dich mit anderen Sachen beschäftigen. Und dann? Dann ist plötzlich reif. Ohne dass du irgendwas gemacht hast. Und das ist überhaupt nicht anstrengend. Man ist nicht immer in so einer ständigen Anspannung. Nicht in einer ständig verkrampften Haltung. Und so entwickeln sich Dinge viel schneller. Das heißt, wenn du irgendwas aufbaust, gerade zum Beispiel, du setzt den Samen, machst das, was nötig ist, dann gießt du den vielleicht noch jeden Tag oder so. Aber mehr machst du nicht. Du musst einfach nur lernen zu warten wieder und was zu machen in der Zeit. Beziehungsweise nicht mit deinem Kopf dann immer an das Ergebnis denken. Das kommt automatisch dann, sobald du den Samen gesät hast. Ist egal, ob du dran denkst, die Pflanze wächst weiter. Aber die wächst deswegen nicht schneller, wenn du dran denkst. Also was man wieder lernen muss. Und ich habe es zum Beispiel dann so gemacht, wenn ich an der Bushaltestelle gehockt habe oder irgendwo gewartet habe. Wenn man achtsam ist, schafft man das auch. Dass man sich bewusst wird, hey, jetzt habe ich Zeit für mich. Sonst ist es oft so, man hetzt von einem Termin zum anderen und ist so in Eile und mit dem Kopf schon bei der nächsten Sache. Aber wenn man jetzt wirklich die Chance hat, hey, jetzt ist die Zeit für dich, jetzt kannst du ausruhen, jetzt kannst du dich einfach hinhocken, entspannen. Du kannst irgendwelche Atemübungen machen, du kannst ein Buch lesen. Du kannst die Zeit so sinnvoll nutzen, aber die meiste Zeit, die wir warten, ist wirklich vertane, verschwendete Zeit, weil wir nur im Kopf warten auf das, was dann kommt. Wenn wir den Kopf abschalten und einfach da sind, wo wir sind, und dann kommt einfach alles zu uns ganz automatisch. Genau, also was ihr machen könnt, hinterfragt mal euer Warteverhalten. Das erste ist immer, dass einem erstmal bewusst wird, dass man achtsam wird, dass man wartet. Und beobachtet man zum Beispiel immer, wenn ihr ständig auf die Uhr schaut, wie zum Beispiel, wenn der Bus nicht kommt, wenn irgendjemand euch abholen soll, wenn ihr bei irgendeinem Treffen wartet, dann macht euch das bewusst, werdet euch dem erstmal klar. Und dann nutzt die Zeit. Genießt die Zeit. Ihr müsst so oder so hier hocken.
Und dann könnt ihr es auch genießen. Und dann könnt ihr einfach diese freie Zeit, das ist wirklich freie Zeit mal, diese Wartezeit, die wir in der heutigen Zeit haben. Genießt die. Mach's gut. Ciao.